Hallo und herzlich willkommen zurück zu Charles Rocos Prüfung. Ab zum Boss, zum Big Boss. Wie cool das gemacht ist. Aber hier ist noch ein Tor. Ist hier noch ein... Ja, genau. Noch so eine Mini-Aufgabe, ne? Ah, so, dann machen wir erstmal den hier weg. Zack, Morgenköpfen seinem eigenen... Mit seiner eigenen Waffe ist das fies. Oh, erstmal die Kleinen kaputt machen. Hier, R. Mach doch mal R. Schön, die schöne Vase, ey. Bin ich weg. Hier. Alter, auf den. Wo ist er denn? Boah, ausweichen. Hier, den hier. Die Vase auch noch. Die macht einen Schaden, ne? Oh, der ist auch kaputt. Erstmal die wegmachen. Hier sind auch noch welche. Wo muss ich denn jetzt eigentlich durch? Irgendwo muss ich den noch aktivieren, oder? Achso, ich muss hier durchlaufen. Schön. Okay, haben wir noch einmal und L und R? Ja, haben wir. Okay. Weg. Das ist schon mal sehr gut. Greift der uns wieder an? Stupor und R. Bad. Schön drauf. Den haben wir auch. Und den hier auch noch. Können wir den ranziehen? Ja. Wo ist er denn? Da hinten liegt er. Ach, kann eigentlich gleich liegen bleiben. Haben wir schon geschafft? Achso, jetzt kommt der Big Boss. Oh, hätte ich mir das mal lieber aufgehoben, den Karium-Wächter. Jetzt müssen wir wieder richtig ausweichen. Achso, aua. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein, ne? Ein bisschen schneller. Erstmal gucken, was hier noch so ist. Hier liegt doch noch was. Können wir den hier nicht benutzen, R? Oh, doch mal einen Trank benutzen, wa? Ausweichen. Eigentlich nur Ausweichen und Y, ne? Okay, trifft den Tarium-Wächter mit alter Magie. Mit alter Magie. Haben wir denn schon alte Magie? Ja! Beide Duellleistungen abgeschlossen. So, jetzt bloß nicht nachgeben. Ja, das ist echt schon ganz schön stark, ne? So, hier, schön die alte Magie schnell einsammeln. So, und jetzt? Was macht er denn? Was macht er denn jetzt? Soll das eigentlich sein Umhang sein, oder? Müssen wir uns doch schützen, wa? Schnell weg da, ey. Boah, zweimal hintereinander, ey. Der geht ja ab. Boah, das schaffen wir. So. Okay, cool. Können wir noch nicht machen. Y wieder, ne? Ja, wie cool. Ach, das ist eigentlich schon ganz cool zusammen. So, alte Magie einsammeln. Schnell rüber da. Achso, L und R geht auch wieder. L und R. Batz. 3 von 32 Duellleistungen auch wieder abgeschlossen. Schön. Ach, erkunde weiter Charles Rockwoods Prüfung. Wie jetzt? Na, ist das immer noch nicht das Ende? Doch, ne? Klar ist das jetzt das Ende. Ist hier denn jetzt noch irgendwas? Haben die noch irgendwas verloren? Nee, ne? Alles kaputt. Oh, wie schön das gemacht ist. Und da hinten? Da kann man sich dann hinstellen und mir zugucken, oder wie? Voll schön. Ja, dann mal los. Wo wollen wir jetzt schnell hier raus? Da kann man auch zugelunsen, ey. Wie so eine Kampfarena. Hui, schnell hin da jetzt. Wollen wir mal schauen. Oh, riesig. Cool, cool, cool. Hier noch, da, in denen war aber auch nichts drinnen, ne? Hätten sie ja auch mal irgendwie 2, 3 Galleonen reinpacken können. Aber dafür ist hier noch eine Truhe, wie schön. Geziemende Schuluniform mit Blazer. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die einzige Truhe jetzt hier gewesen ist, ne? Schön noch zum Abschluss eine bekommen. Was ist das? Okay. Hat die überlebt? Nee. Überlebt vor allen Dingen. Nee, ganz bestimmt nicht. Wie geil das auch gemacht ist. Krass. Da kommt bestimmt wieder eine Erinnerung aus dem Auge, ne? So, Charles Rockwoods Erinnerung. Ansehen! Thank you.
Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Denkarium-Artefakt. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Beende die Prüfung. Ja. Machen wir sofort. Ich will aber einmal gucken. Wir haben ja noch was Neues bekommen. Nee. Da muss auch irgendwo mal was Besseres wieder dabei sein. Haben wir echt so geile Ausrüstung schon. Wahnsinn. Ist ja aber auch schon alles legendär. Also fast alles. So die Handschuhe. Und auch aufgepimpt, ne? Aber Krabhorn fehlt uns noch, damit wir das auch auf dritte Stufe, auf die dritte Stufe auch aufbessern können. Talente, ja stimmt. Das ist ja der eine Punkt, den muss ich mir nochmal anschauen. Ja, dann mal raus jetzt. Die Kartenkammer. Betreten bitte. Und die Nebenaufgaben fehlen uns ja auch noch. Hier Ballons platzen lassen und sowas. Da habe ich auch voll Bock drauf. Ich glaube, das mache ich dann im Anschluss. Mal wieder ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Wo müssen wir denn hin? Sprich mit Percival. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Nee. Ja, ich bin zwar bereit, aber was hat denn Isidora in der Erinnerung aus der Brust des Vaters entfernt? Ja, den Schmerz. Aber was denn genau für ein Schmerz, wa? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Na gut, ich bin bereit. Kann weitergehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Oh. Oh ja. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter?
Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Ja? Sind wir hier fertig? Können wir mit denen eigentlich nochmal quatschen? Boah, vor allem bei der Vorstellung, so ein Kostüm tragen, war übel. Hey. Jetzt reden sie nicht mit uns. Ah. Die hätte denen ja ruhig erzählen können, was sie aus Renrocks Vergangenheit erfahren hat, ne? Voll heftig, ey. So, Professor Fig. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Nur bald. Das kann ein bisschen dauern. Ich möchte gerne jetzt raus in die Welt. Und jetzt lernen wir noch Skifahren, oder was? Wie cool. Snowboarden. Das macht so Bock, ne? Darauf hätte ich auch Lust wieder. Nun, Nachrichten lesen. Nee, doch. Nee. Erstmal abgeschlossen. Kriegen wir wieder neue Post? Neue Post. Keine neue Post? Och Mensch, wie schade. Aber wir können einmal gucken. Das war hier oben, ne? Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Okay, ja, gerne. Bienennachricht lesen. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Ja, wie cool! So, jetzt können wir hier das Schloss aufknacken. Alohomora. Ob das sehr viel schwieriger ist? Mal schauen, ne? Erstmal außen ganz vorsichtig gucken. Na, wo ist es denn? Aufgabe erledigt. Wie Aufgabe erledigt? Erstmal das Schloss erledigt. So, was ist jetzt hier drin? Zauber Bombarda. Ja! Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Cool! Bombarda! Endlich! Da war die ja schon die ganze Zeit drauf. Oh, hier ist ja auch noch eine Truhe. Achso, Schloss. Dann machen wir das doch auch erstmal. Oh, das war ein bisschen schnell, ne? Dann sehe ich ja gar nicht, wo das ist. War zu schnell, ne? Ja, sind wir schon einmal komplett rum. Nur mal vorsichtig schauen. Hier unten ist es. Und wo ist das zweite? Kann das sein, dass das direkt übereinander ist? Das war jetzt schon ein paar Mal so, ne? Das ist bestimmt nur Zufall. Quidditch-Handschuhe! Wie schön! Und hier? Oh, schöne Musik! Oh, kannst du eigentlich mal ein bisschen schneller laufen jetzt? Voll gegen die Wand. Boah, da wird einem ja voll schwindelig. So, jetzt raus hier. Raus, raus, raus. Ach, hier waren wir mit dem Besen hingeflogen hier oben, ne? Stimmt ja. Wie schick das aussieht. Voll cool. Schön, schön. Da wollen wir doch mal schauen. Identifizieren müssen wir noch, ne? Ganz viel identifizieren. Boah, und da können wir wieder ganz viele Sachen verkaufen. Aufträge. Feuer und Sünde. Triff dich mit Poppy Sweeting. Tierwesenunterricht am Tag besuchen. Bevor ich Professor Hohen wissen lassen kann, dass ich ihre Aufgaben abgeschlossen habe und Bombarda lernen kann, muss ich erst am Tierwesenunterricht teilnehmen. Okay? Und das Fohlen des Todes. Sprich mit Deke im Raum der Wünsche. Das Fohlen des Todes?
Soll ich hier Testral irgendwie vermehren oder wie? Wie cool. Da wollen wir ja sowieso hin. Hier oben. Ab in den Raum der Wünsche. Ab zu Dick. Testrale züchten, wie genial. Müssen wir irgendwelche komischen Zutaten für die Tiere dann besorgen, ne? Für die Tierwesen. Mal schauen, was er jetzt erzählt. Ich möchte mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, habe ich, na klar. Hallo, Deke, du wolltest mich sprechen? Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja, 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 das würde mir gefallen. Kann ich Sie nicht einfach bloß retten? Na klar, auf geht's. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deke. Cool. Dann fehlt uns ja eigentlich nur die Zauberanweisung, ne? Genau, kaufe eine Zauberanweisung. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Packen die schon mal in unser Inventar, dass wir die gleich zur Verfügung haben. Und ich glaube, ich sollte mich dann bald mal wieder umziehen. Das sieht ja aus, ey. Weia. Hier muss man aber auch wirklich aufpassen. So, erstmal hier noch ein paar Leckerchen. Abischön. Wo sind denn die anderen? Wolkenschwinge? Nee. Aber den brauche ich noch. Und wo ist der denn? Hier. Und den hier auch noch. So. So, bevor ihr euch vermehrt, gebt mir erstmal noch eure Haare. Was haben wir hier denn noch? Happy Hippo. Happy Hippo. Der will auch noch was haben, ne? Finja. Und Fan. Und Wolkenschwinger auch noch schön. Bürsten hier. So, dann mal hier. Her damit. Den auch. So, was haben wir hier? Der will auch noch irgendwie Leckerchen, will der noch haben. So, und der hier auch noch. Ach nee, den sind wir schon fertig. Der kann trotzdem nochmal Leckerchen kriegen. So, geht mal her da. Dann müssen wir einmal hier rein und dann brauchen wir den. Und den auch noch. Dann können wir nämlich gleich drei andere reinmachen. Und zwar nehmen wir hier die Jasmin, nehmen wir. Und Jeremiah und dann natürlich noch den anderen Jobberknoll, ne? Unseren dritten. Schön. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Achso, hier, du kriegst auch noch Leckerchen. Leckerchen! Und das andere mache ich wieder später. So, dann mal los. Ach, umziehen vielleicht, ne? Erstmal identifizieren. Boah, so viele Sachen schon wieder zu tun. Groß hier. Schnell, schnell, schnell. Soll ich erstmal Leckerchen und so noch behalten? Das kann ich dann nachher auch noch machen. Also es passiert unterwegs wieder irgendwas, ne? Vielleicht dann doch lieber hier schon mal das auswählen. Wo haben wir denn unser Identifizierungsaltar? Extravaganter Hut, geheimnisvoller Kordumhang und Sonnenhut aus Stroh. Sonnenhut aus Stroh, der wäre dann hier unten. 91. Eigentlich egal welcher, ne? Wie cool. Mit Spinnwebmuster. So, dann machen wir den aber wieder weg. Den Umhang. Nee, der ist schon super, aber dann nehmen wir dann wieder den Quidditch-Umhang natürlich. Nee, halt, Moment, das ist ja ein anderer. Achso, gibt zwei verschiedene. Cool. Das ist aber auf jeden Fall der bessere. Naja, natürlich viel besser. Dann nehmen wir dann wieder unser schönes Kleid. Und dann noch die Handschuhe. Nee.
Aber die machen wir auch noch weg. So, jetzt sind wir wieder schick. Jetzt können wir wieder den anderen unter die Augen treten. Das war's. Okay, dann müssen wir jetzt nach Hogsmeade, ne? Klar. Wohin denn sonst? Karte von Hogsmeade? Das Fohlen des Todes. Da vorne müssen wir hin. Wälzer und Schriftrollen, dann gleich mal hin teleportieren. Auf geht's. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Vor allem, was brauchen wir denn noch alles dazu? Noch mehr Leckerchen. Ganz besondere Leckerchen. Liebesmuffin oder sowas. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Oh, je nachdem, ne? Küche der Strahle ist bestimmt woanders was Schöneres. Wo ist es denn? Hier ist es. Rein. Ich will endlich mal kaufen wieder. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ja, nach was ganz Bestimmtem. Schauen Sie uns mal an, was wir haben. Boah, so viele Sachen können wir kaufen. Cool. Aber ich würde sagen, dann können die Grünen auf jeden Fall weg. Die anderen schaue ich mir später nochmal an. Die Blauen, glaube ich, können auch weg. Ne? Die Blauen waren auch nicht so gut. Nee. Aber die Legendären schaue ich mir später dann nochmal an. So, das kann alles weg hier. Das kann auch weg. Und das kann weg. Und der kann sowieso weg. Und der Grüne. Der Grüne ja sowieso nicht. Der ist auch grün, ne? Der auch. Blau auch. Der ist auch blau. Und das kann auch weg. Ach, den hatten wir ja vorhin geguckt, ne? Stimmt. Dann können die beiden auch weg. Oh, wie viel Geld! Dann können wir richtig, richtig viel einkaufen jetzt. Zauberanweisung für Tierwesen Fütterer. Schalte die Fähigkeit frei, einen Tierwesen Fütterer zu beschwören. Platziere einen, um sicherzustellen, dass deine Tierwesen gefüttert werden. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Das stimmt. Zauberanweisung Zuchtgehege. Zauberanweisung zur Beschwörung eines Zuchtgeheges, um damit Tierwesen in deinem Tiergehege zu züchten. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Diek. Nee, erstmal wird noch eingekauft. Tierwesen-Spielzeugkiste. Schalte die Fähigkeit frei, eine Spielzeugkiste für deine Tierwesen zu beschwören. Nutze sie, um die liebsten Spielzeuge deiner Tierwesen auszuwählen. Klar, das nehmen wir auch noch mit. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Schalte die Fähigkeit frei, eine Schneidestation zu beschwören. Achtung! Diese Station produziert regelmäßig ein pflanzliches Nebenprodukt. Dungkomposter. Erstelle damit Dünger, um den Ertrag einer gesäten Pflanze zu erhöhen. Hüpfender Topf. Dieser magische kleine Topf braut regelmäßig einen zufälligen Trank. Materialverfeinerer. Benutze ihn zur Herstellung von Mondstein für Zauberanweisungen und Beschwörungen. Das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Pflanztisch mit großem Topf. Ja, natürlich. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Zwei große Töpfe. Klar, her damit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Geld haben wir denn noch? Ja, mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen, mittelgroß. Kannst du viele nützliche, mit drei? Ach, hier mit drei gibt es auch noch, mit drei mittelgroßen. Tisch mit fünf kleinen Töpfen. Okay, dann nehmen wir das auch noch. Nichts und wo war das jetzt? Genau das Richtige zu finden. Wo war das hier? Mittelgroße, mit drei mittelgroßen, das nehmen wir auch noch. Mit drei kleinen, die nehmen wir auch noch. 400, das ist ja auch nicht viel. Wir haben ja schon gut gesammelt. T-förmige Tränkestation. Schalte die Fähigkeit frei, eine T-förmige Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um all deine Brauwünsche zu erfüllen. Der kostet 1000, den nehmen wir auch gerne noch mit. Das ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ach, dann kaufen wir das hier jetzt auch noch. Wir haben ja das Geld, ja. Und was war das hier noch? Mittelgroßen Topf, dann nehmen wir das auch noch. Haben wir denn noch ein bisschen Geld? 1500, das wären 2000, das wären 5000. Oha, was ist das hier? Hüpfender Topf. Braucht regelmäßig einen zufälligen Trank. Ja, dann nehmen wir den Hüpfenden auch Nichts noch. Ist schöner als genau das Richtige. Und Dunkelboss, dann nehmen wir dann auch noch so. Und jetzt 27. Oh, krass. So 3000, dann können wir hier wieder her. Schön. Mann, haben wir ordentlich gesammelt, ey. Krass. Kehre zurück zu Diek. Ja, machen wir. Aber ich will noch gucken, ob hier vielleicht irgendwo doch noch so eine Handbuchseite rumschwebt. Irgendwo muss doch noch was sein. Und Demigeist brauchen wir auch noch. Stimmt, waren hier nicht irgendwie Schloss 2 Türen?
Das ist auch wieder eine Eule. Oh, wie schön das auch aussieht. Hier, Zeitung. Was gibt's denn Neues? Zauberer aus Cornwall kreuzte angeblich Huhn mit walisischem Grünling. Ein Zauberer aus Cornwall soll einen Huhn mit einer Drachenart gekreuzt haben, die als walisischer Grünling bekannt ist. Das Gerücht muss noch bestätigt werden, aber Beamte des Ministeriums haben festgestellt, dass dies, falls es wahr ist, unverantwortlich, wenn auch zugegebenermaßen legal ist. Dies ist offenbar das jüngste Gericht über eine Kreuzung des Zauberers aus Cornwall, der in seiner Heimatgemeinde für Gesprächsstoff sorgt. Ich habe gehört, dass er einen Billywig mit einer Jakobsmuschel gekreuzt hat, erinnert sich ein Nachbar. Er hat versucht, sie zu braten. Er schwebte tagelang. Und davor gab es angeblich eine Ziege und ein Mondkalb. Das kann natürlich auch nur ein kleines Mondkalb gewesen sein. Aber ich bin mir sicher, dass ich den Niffler gesehen habe, den er mit einem Käfer gekreuzt hat. Ja, genau, da bin ich mir fast sicher. Die Behörden beobachten die Situation genau, um sicherzustellen, dass dieses neueste Experiment, auch das Druhn genannt, falls es tatsächlich existiert, keine Bedrohung für die örtliche Zauberergemeinschaft oder für die in der Nähe lebenden Muggel darstellt. Ich nehme an, dass, falls das Gerücht stimmt, unsere Bedenken größer sind, wenn es sich um ein Huhn von der Größe eines Drachens handelt und nicht um einen Drachen von der Größe eines Huhns, sagt Philina Brown vom Ministerium. Ja, okay, warum denn auch nicht? Solange es so handsam ist wie ein Huhn, ist ja alles gut, oder? Diese kleinen Handdrachen, die man dafür das eine... Was ist das hier denn? Ach so, genau. Für das eine Turnier da aus dem Sack auswählt, ne, muss ja auch irgendjemand gezüchtet haben. Oder sind die einfach nur auf magische Weise... auf magische Weise kleiner geworden. Aber irgendwie ist hier keine Handbuchseite mehr, ne? Hm. Müssen wir später nochmal gucken gehen. Halt, da war doch was. Das war wieder nur ein Vogel, ne? Weg ist er. Ne, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hier... Können wir hier lang? Wo sie runterfallen jetzt. Da kann sie wieder nicht rüber, oder? Doch. Ah, einfach mal hier... Okay. Schön. Bestimmt. Hier, Schlauchschuhe 2. Da können wir schon mal rein. Wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn? Hier ist es. Auch wieder hoch? Ist das ernsthaft so einfach, dass die beiden genau an derselben Stelle sind? Da habe ich vorher noch nie drauf geachtet. So, was haben wir hier denn Schönes? Muss er irgendwo hier oben vielleicht sein? Da! Da schwebt doch was. Da ist also doch noch eine Handbuchseite. Hier. Tasche. Nicht identifizierter Gegenstand, legendär für den Kopf schon wieder. Okay. Und hier eine silberne Brille. Das war jetzt in welcher Richtung? Irgendwo hatte ich doch gerade eine Handbuchseite flattert sehen. Wo denn? Wäre ich mal in dem Haus geblieben, da hätte man das, glaube ich, besser gesehen, ne? Revelio. Seht ihr irgendwo eine fliegen? Ich sehe sie nicht. Kann man nicht rein? Los, rein da. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Das ist der Teleport, die Flohflamme. Da ist noch ein Schloss. Ist da gerade was lang geflogen? Da ist sie. Bloß nicht aus den Augen verlieren jetzt. Da vorne, da ist sie irgendwo. Hier ist sie irgendwo. Da. Hier muss sie doch irgendwo sein. Das war purer Zufall. Ich habe die gerade echt nicht gesehen. Ich habe einfach mal ausprobiert, den Akio-Zauber einzusetzen. Okay, cool. Cool. Gibt's hier auch noch irgendwo ein Schloss? Vielleicht sollte ich auch einfach mal... Oh, eine Augentruhe. Einfach mal ganz, ganz gezielt wieder alles absuchen, ne? Da ist auf jeden Fall ein Schloss. Aber erstmal die Augentruhe klauen. Voll gemein. Oh, jetzt weinen sie wieder. Aber jetzt hat sie wenigstens ihre Ruhe. Oh, Stufe 3. Nee, das geht noch nicht. Kehr zurück zu Dieg in den Raum der Wünsche. Nee, ich will hier gerne noch weiter die Sachen klauen. Rebellion. Muss ich ja. Ja, muss ich nicht, aber... Doch, stimmt. Ein paar Sachen muss ich ja. Für die Demigeist-Statuen zum Beispiel, ne?
War das hier? Wo war es denn jetzt? Nee, doch nicht immer gleich. Oh, wo denn? Bleib da doch jetzt. Nee, doch nicht immer gleich. Hm, dann war das wirklich nur Zufall, dass jetzt irgendwie 3, 4, 5 Schlösser hintereinander genau übereinander waren. Ein Demigeist, wo ist er denn? Oben? Oben oder unten? Hier ist er. Hier ist er, aber erstmal die Truhe öffnen. So, und dann müssen wir auf die Karte. Und einmal zur Nacht warten. Da oben ist hier ist auch noch irgendwas. Fleckenentfernung. Die Nebenquest können wir ja. Die Nebenquest können wir ja noch annehmen. Und dann. Die Geistmond einsammeln. Und dann kommen wir zurück zu die. So, dann schnell raus. Schnell raus. Raus, raus, raus. Raus aus dem Haus. Das war. In welche Richtung war das denn jetzt? Hier hinten irgendwo, ne? Hier lang? Nee, da ist der Friedhof. Also neben dem Friedhof. Ah! Wie cool! Wo sind wir denn jetzt hin? Hier oben, ne? Hier bei dem Haus war das, glaube ich. Das müsste das mit den Pflanzen auch gewesen sein. Ja, hier sind wir richtig. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Sind wir denn hier richtig? Ja, hier ist sie. Wer ist denn das überhaupt? Tust du mir einen Gefallen? Ja, kommt drauf an, ne? Sacharissa Dumbwood. Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Sacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Wow. Wie herablassend. Oh, wie aufrichtig nett von dir. Ja klar, ist doch verliebt. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Ja, wer könnte das nur tun? Ich versuche ein paar aufzutreiben. Was sind denn Bubotubler? Woher weißt du, ob Bubotubler Eiter hilft? Schön Eiter ins Gesicht schmieren, damit der Eiter verschwindet. So, erstmal fragen, was das überhaupt ist. Bubotubler, was ist das? Was genau sind Bubotubler? Ekelhafte Dinger, wirklich. Bedeckt mit Ausstülpungen. Man muss sie quetschen, um den Eiter zu erhalten. Sie stinken übel und bewegen sich wie von selbst. Ich würde mich den Dingern nicht nähern, wäre da nicht meine Hingabe zu meinen Mitschülern. Ach du meine Güte. Woher weißt du, ob Bubotubler-Eiter denn hilft? Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht reinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, Schönheitstränken gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Ja, dann holen wir dir mal ein paar. Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen müssen. Geil! Aber ich will nicht. Ja, warum los? Unsere Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! Na, das ist ja auch nett, ey. In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Ja, aber ernsthaft? Wegen ein paar Pickeln? Krass! Die gehen doch auch irgendwann wieder weg, ey. Ah, na gut. Wir schmieren uns ja auch irgendwelches Zeug ins Gesicht, ne? Hm. Naja. So, dann wollen wir mal schauen, wo sind noch die andere Quest gewesen? Hier war doch noch irgendwie eine. Oh, hier ist auch schon wieder ein verworrenes Netz. Sprich mit Crispin Dunn. Und rette Biscuit. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir dann erstmal. Ich wollte gerade sagen, wieso lasse ich mich eigentlich schon wieder so ablenken? Wollen wir nicht eigentlich zu Deke? Gerade von Hogwarts.
Wir gehen jetzt erstmal zu Deke. So sieht's nämlich aus. Na komm, hin da. Auf der Wünsche. Erstmal Testrale züchten und dann können wir eventuell mal in den Wald. Ich könnte selber gehen, aber ich will nicht. Na, wenigstens ist sie ehrlich. Die kannst du Beleuchtung... Nee, Beleuchtung nicht. Die Test, obwohl... Doch, wir haben ja noch nicht alles ausprobiert. Die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Was machen wir denn diesmal? Natürlich und erdverbunden. Warm und gemütlich. Die beiden haben wir noch, ne? Dann machen wir natürlich und erdverbunden. Ich hätte es gerne natürlich und erdverbunden. Hervorragend. Oh, das ist auch schick. Das finde ich auch schick. So, und das nächste Mal machen wir dann Paarungszeremonie. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.